So. Oh, das sieht gefährlich aus. Bist du dir sicher? Klar bin ich mir sicher. Gibt es eigentlich eine Klar-bin-ich-mir-sicher-Versicherung? 16. Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Staffel Nord. Die TuS Koblenz ist zu Gast beim TuS Kirchberg, einem Hunsrück-Teilnehmer, derzeit Tabellenzehnter in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Das Hinspiel gewannen die Schengel mit 1:0. Allerdings hat die TuS Koblenz rund um Trainer Michael Stahl an diesem Platz keine allzu guten Erinnerungen. Vor 7 Jahren verlor man mal hier im Rheinland-Pokal. Damals die TuS Koblenz Oberligist, Kirchberg Bezirksligist. Alles alte Kamellen, die meisten Spieler ohnehin damals nicht auf dem Platz gewesen. Die Schengel legten gut los, Esmel mit einem ersten Abschluss, jedoch über das Tor. Nur 3 Minuten später die Schengel mit einem schwungvollen Start. Mahnt im Zusammenspiel mit Esmel und die Reingabe richtig gut. 1:0 für die TuS Koblenz. Erion Shachiri. 6. Spielminute, das 3. Saisontor für den österreichischen Stürmer der TuS Koblenz. Und das ist eine tolle Variante. Das Zusammenspiel zwischen Mahnt und Esmel wirkt einstudiert. Shachiris Kopfball bietet keinerlei Abwehrmöglichkeit, die verdiente frühe Führung für die TuS Koblenz, die hier munter weitermachen sollte. Die 22. Spielminute, das ist Armin Schenay heute sehr auffällig. Aber ja, die Kirchberger machen sich das Leben selbst schwer. Mit Mühe und Not kann man hier noch zur Ecke klären. Nur 3 Minuten später wieder die TuS im Vorwärtsgang, diesmal mit Jakob Pistor. Raus auf Hatzic, starker Abschluss. Kirchberg weiß diesen Angriff noch zu verteidigen und mehr als das. Der Befreiungsschlag entpuppt sich als richtige Kontergelegenheit. Doch Timo Wollny verliert im 1 gegen 1 gegen Jonas Bass die Nerven. Die TuS hier definitiv im Glück. Aber in der nächsten Szene mit ganz viel Können, denn Hatzic geht mal wieder voran als Kapitän. Eldin Hatzic gegen 1, gegen 2, gegen 3 und mit dem Tor das 2:0 für die TuS Koblenz. Eldin Hatzic macht das traumhaft und die TuS jetzt also mit einem 2-Tore-Vorsprung. Die Vorarbeit kam von Chenay und dann einfach nur zum Zungeschnalzen, wie Hatzic hier die Gegenspieler ganz alt aussehen lässt. Die Defensivleistung der Kirchberger aber auch mehr als nur ausbaufähig. Die TuS weiterhin alles unter Kontrolle, bei bester Laune und tollstem Support. Die nächste Gelegenheit für Mahnt, doch der Schlenzer geht nur knapp am Tor vorbei. Die 42. Spielminute, wieder ein Standard der Schengel, getreten von Mahnt. Der Ball kam zunächst nicht an, doch Chenay macht das Ding richtig scharf und Pistor mit seinem 3. Saisontor verwertet zum 0:3 für die TuS Koblenz. Jetzt sind sie auch noch mehr als nur einfach effizient. Das ist das 3. Tor für die Schengel in Durchgang 1. Sowas hat es in dieser Spielzeit auch noch nicht gegeben und Pistor macht das richtig gut im Stile eines Stürmers. Hält er da den Kopf hin, nichts zu halten für Samoyla im Kasten der Gastgeber. Und dann war zunächst einmal Schluss. Die Schengel führen komfortabel mit 3:0 gegen den TuS Kirchberg durch 3 jeweils toll ausgespielte Treffer. Insbesondere die Standardsituationen waren ein großes Thema der TuS Koblenz in Durchgang 1. 2 Tore entstanden hier draus. Klar ist, dass man auch hier in Durchgang 2 wieder auf die Standards setzt. Getreten von Mahnt, immer wieder eine Waffe. Shachiri nur knapp über das Tor. Was gut funktioniert hat, probieren wir gleich nochmal wieder Hereingabe Mahnt. Der Ball kann abgefälscht werden und dann nochmal der Versuch für Esmel. Doch Zentimeter zischt das Leder da am Tor vorbei. 2 Zeigerumdrehungen später. Die TuS weiterhin im Vorwärtsgang, hat die Begegnung hier fest im Griff. Das ist Esmels Hereingabe, doch der Ball findet keinen Abnehmer. Gute Stunde gespielt, 65. Spielminute, mal ein Standard von der rechten Seite und auch hier die TuS mit der großen Gelegenheit, weil Samoyla Unsicherheiten aufzeigt, doch nicht mit dem Kapital. Und dann auch mal auf der anderen Seite, der TuS Kirchberg mit einem Ausrufezeichen, ja zumindest ein kleines Ausrufezeichen, nachdem Bast hier am runden Ball
vorbeigerauscht ist. Die 78. Spielminute, jetzt nochmal die Tours, nochmal die Tours und nochmal Esmel, doch die Pfeife des Schiedsrichters ertönt. Dylan Esmel im Abseits. Die 83. Spielminute, hier hat der TuS Kirchberg noch einmal Strafstoß gefordert. Die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Stattdessen auf der anderen Seite, beinahe zu schnell für den Kameramann. Das 4:0 für die TuS Koblenz durch Dylan Esmel bei tiefstehender Sonne. Ganz, ganz schwierige Sichtverhältnisse für die Zuschauer vor Ort. Esmel macht das toll, 7. Saisontor und erneut geht die Vorarbeit auf Armin Schener, der sich damit den 3. Scorerpunkt sammelt, die 3. Vorlage an diesem Abend. Und es hätte sogar noch besser kommen können. Esmel auf Sentürk. Und Sentürk schlägt da nochmal den tollen Haken, ähnlich wie gegen Ahrweiler. Und dann setzt er den Ball wenige Zentimeter am Tor vorbei. Das hätte das 5:0 sein können. Vielleicht sogar sein müssen. Aber sei es drum. Die TuS Koblenz mit einem hochsouveränen Auftritt hat den Gegner hier nicht zum Zuge kommen lassen. Und dank 4 verschiedener Torschützen den TuS Kirchberg mit 4:0 besiegt und damit die Punkte 32 bis 34 eingefahren, die die vorläufige Tabellenführung weiterhin bedeuten.